meine Lieben und willkommen zu einem neuen Aufgebraucht-Video von mir. Diesen Monat und auch letzten Monat habe ich so viele Sachen aufgebraucht und diese möchte ich euch mal zeigen, dass ich endlich mal das entsorgen kann. Schaut her, Leute. Mein Körbchen ist richtig voll bis nach oben, alles voll. Und ich möchte das euch eben gerne zeigen und dann kann ich es endlich entsorgen. Genau. Und zwar habe ich viel Kosmetik aufgebraucht, Haushaltssachen, Essen. Ihr werdet sehen, Leute. Also ich greife einfach mal rein und nehme etwas raus. Und zwar habe ich von Rituals, The Ritual of Hammam, das Body Cream da aufgebraucht. Und Leute, das hat so gut gerochen. Also nach Eukalyptus und Rosmarin. Und die Creme kann ich wirklich nur weiterempfehlen. Nach dem Duschen, nach dem Baden, einfach auf den Körper schmieren. Und das hat so gut gepflegt und so gut gerochen. Und so entspannt, Leute, diese Creme. Also ich kann diese wirklich empfehlen. Und die hat auch lange gehalten, muss ich sagen. Genau. Dann habe ich die Schweizer Schokolade aufgebraucht und zwar von Lindt Cherry Intense, also mit Kirsche, Leute. Ich habe das noch nie gesehen, ich war im Lindt-Laden und habe diese Variante mit Kirsche gesehen und dann musste ich sie mir nehmen. Also die war echt lecker, Leute, kann ich auch nur empfehlen. Genau, dann habe ich von Haribo Goldbeeren die Kindheitsknaller-Version aufgebraucht. Das ist so eine Special Edition und zwar mit so Gummibärchen nach Kaugummi, Zuckerwatte, Kirschlolli, Brause, Cola Orange und Wackelpudding-Geschmack aufgebraucht. Und diese habe ich mir hier in der Schweiz heißt dieser Laden Ottos gekauft und wollte diese unbedingt austesten und die war super lecker. Und die hat irgendwie 1,20 Franken oder so gekostet, also auch recht günstig. Probiert's, Leute, wenn ihr Gummibärchen mögt. Dann habe ich von der Türkei die Essenssachen da aufgebraucht. Und zwar einmal von Migros. Yerfeste Susam Kaplamalı. Also das sind so Erdnüsse mit Sesamgeschmack und so, ich weiß nicht, was das ist so ein Überzug mit Sesam und das war so lecker, Leute. Ich kann das nur empfehlen. Probiert's aus. Das. Nachher eben, wie gesagt, Hoshbesh. Da diese, wie sagt man diesen? Gofret, genau. Gofret mit Kirsche und zwar, also Kakao-Biscuit da. Das war so lecker, Leute. Also eben, wenn ihr Kirsche mögt und dunkle Schokolade, holt euch diese. Dann habe ich noch diese Ülker Honeymeller aufgebraucht mit weißer Schokolade und Zitrone und die waren ja auch super lecker. Also holt euch diese, wenn ihr in der Türkei seid. Vielleicht gibt es auch hier in den türkischen Märkten oder Bazars oder so, keine Ahnung. Ich habe noch nie geschaut. Genau. Dann habe ich diese fertig gemacht. 1927 mit Latte Macchiato Geschmack. Ich möchte diese nachher nicht mehr so, keine Ahnung. Also auch schon im Video nicht. Ich habe es einfach aufgebraucht, genau. Dann schnell schauen, was ich sonst noch habe. So essenmäßig und keine Ahnung was. Kennt ihr diese Leute? Diese Fallen-Kaugummis. Und das war mit so Nelkengeschmack. Also auf Türkisch sagt man Karanfil. Und ich liebe diese Kaugummis. Also wenn ich diese sehe in einem türkischen Laden, ich hole mir sie immer. Und am Anfang wirklich, ich kaufe diese immer wieder und gegen Schluss nervt es mich und dann brauche ich sie nur noch auf. Also
Aber diese waren sehr toll mit diesem speziellen Geschmack, das war auch so eine Limited Edition. Genau. Diese habe ich gebraucht. Dann habe ich von Deutschland von Teekanne Strawberry Cheesecake Früchtetee mit Erdbeer Käsekuchenaroma aufgebraucht. Also das ist so ein Tee mit diesem Erdbeerkäsekuchengeschmack. Da hat auch keine Kalorien oder so, aber ich mochte diesen Tee. Also ich hole mir diesen immer wieder nach, genau. Hat auch verschiedene andere Kuchen, so irgendwie mit Blueberry irgendetwas und so. Aber diesen mit Erdbeeren hole ich mir immer nach. Dann schnell schauen. Nehme ich mir schnell mal das Food-Dings raus, was ich noch habe. Dann war ich eben mal hier in der Schweiz, also in der Schweiz, in einem türkischen Lädelchen hier und habe diese Getränke geholt. Einmal Sparkling Chupa Chups Strawberry Cream Flavor. Also die 90er Kinder wissen sicher, was Chupa Chups ist. Und auch jetzt hat es ja immer noch Chupa Chups. Aber ein Getränk habe ich noch nie gesehen so und ich auch nie getestet und dann musste ich mir einfach eines dort holen. Die haben auch verschiedene Geschmäcker und die möchte ich auch mal testen. Vielleicht mache ich ja mal so ein Chupa Chups Drink Testing Teil Video. Genau das. Dann, das kennen sicher auch alle 90er Kinder und zwar Tiki kohlensäurehaltige Limonade mit Himbeergeschmack. Es hatte ja früher so diese kleinen Brausetablettchen oder wie man diesen sagt, von Tiki. Und ich habe mir diese früher immer gekauft. Und als ich das gesehen habe, musste ich mir dieses Getränk auch mitnehmen, weil ich hoffte, dass diese wie die Brausetabletten da von dieser Marke schmecken. Aber leider nicht so. War mit Himbeergeschmack, muss schnell schauen. Aber war auch recht gut. Also mochte ich sehr gerne. Und dann, auch wieder 90er Kinder, Barbie. Barbie-Getränk. Ich weiß, das ist so für Kinder und so, aber ich musste mir das holen. Die Dose, die haben das so gut gemacht. Girls Drink Raspberry Verhoia oder irgendetwas. Keine Ahnung, was das ist. Schnell schauen. Ja, Verhoia-Aroma. Keine Ahnung, was das ist, aber. Das sind einfach so süße Sachen mit so Himbeere hauptsächlich. Und ja, probiert das aus, Leute. Ich mag solche speziellen Sachen und darum habe ich es mir geholt und getestet. Ja, das war schon fast Haushalt. Ich habe noch etwas entdeckt, aber nicht so. Ah nein, noch zwei Sachen. Schnell schauen. Ja, genau. Dann habe ich noch mal so ein Getränk gehabt und zwar von Coca-Cola Cherry Vanilla. Also ich konnte eigentlich auch einen Drink machen mit nur ich trinke rosarote Getränke oder so in Behältern und so und das war so toll, Leute. Ich mag ja sowieso Cola, aber das mit normaler Vanille mag ich nicht so, aber mit Kirsche und Vanille und so. Da bin ich dabei. Dann habe ich noch von der Migros hier Manella Limited Edition Perfume Oriental Spice aufgebraucht. Und das war auch sehr toll. Nicht sehr speziell, halt orientalisch mäßig so nach Schweizer Version, sagen wir hier. Also nicht zu extremer Duft. Genau, mochte ich, aber gut. Dann kommen wir zu Kosmetik und ja, keine Ahnung, was sonst noch so. Parfüms. Genau, und zwar fange ich mal an mit den Masken, die ich aufgebraucht habe. Und zwar einmal Banana Intensive Essence Mask. So, von dieser koreanischen Marke habe ich euch mal im türkischen Rossmann Hall da gezeigt. Und diese Masken von dieser Marke fand ich sehr toll. Also vor allem diese, die hat so gut nach Banane gerochen. Also wenn ihr Banane mögt, holt euch diese Maske.
Dann habe ich von der gleichen Marke Coconut Intensive Essence Mask aufgebraucht. Die war so. Die war auch super. Also wenn ihr Kokosnuss mögt, geht und holt euch diese Maske. dann von Rossmann Isana Tuchmaske Einhorn. Die war so süß, Leute. Die hat so Muster auf der Maske drauf gehabt und die hat so süß gerochen. Die kann ich auch nur empfehlen. Dann habe ich noch von Rossmann wieder Isana Hydrogel Augenpad Stars aufgebraucht. Das war so Sternschnuppe für unter die Augen. Und die haben so gut getan. Ich habe diese in den Kühlschrank getan und nachher auf das Gesicht. Und das hat so beruhigt, Leute. Das sind zwei Stück drin, also für einmal Anwendung, genau. Und dann habe ich noch eine andere Maske gebraucht, aber die mochte ich jetzt nicht so. Und zwar von Garnier C-Vitamine Par la Clic Verige Cardius Maske. Die war diese hier. Und ja, also die war zu getränkt, also die war so nass, diese Maske. Man hat das wirklich auf das Gesicht getan und ich mag es nicht, wenn die Maske zu nass ist. Das ist so schwer nachher auf dem Gesicht und hat jetzt auch nicht so gut gerochen und keine Ahnung, ich mochte diese nicht so. Kann ich nicht so empfehlen. Dann, was habe ich sonst noch? Genau, Nivea My Moment with Orange, 48 Stunden Deodorant mit Orangenblütenduft und 0% Aluminium. Ich habe dieses Deo wirklich nur wegen der Orangenduft gekauft, aber ich muss sagen, ich werde mir nie mehr Deos kaufen mit 0 Aluminium, weil das nützt bei mir einfach nichts. Also, ich fange nachher an zu stinken und das wirkt einfach nicht bei mir. Ich weiß, Aluminium ist nicht gesund für den Körper, aber ja, bis irgendetwas anders rauskommt, wo kein Aluminium drin ist und bei mir wirkt, werde ich immer noch Deos brauchen mit Aluminium. Genau. Also dieses Deo hole ich mir nicht mehr. Keine Ahnung, ob die Nivea Deos allgemein so sind. Ich muss mal testen, aber diese mit 0% Aluminium sind nichts für mich. Dann von Deo zu Deo habe ich mir Dove Original 0% Alkohol Antitranspirant 48 Stunden Deo Roll-On aufgebraucht. Dieses hat gut gewirkt bei mir. Den Duft muss ich schnell schauen. Der Duft ist sehr frisch. Und wirklich so Deo-Seife von Dove. Deo-Seife. Diese normale Handseifengeruch da. Und dieses mochte ich, aber mit der Zeit geht nachher der Duft auf die Nerven. Also ich habe jetzt wieder ein Dove-Deo, aber mit anderem Geschmack und das gefällt mir mehr als das klassische. Genau, nachher schnell schauen, habe ich wieder von Nivea ein Baby extra mildes Shampoo aufgebraucht und dieses brauche ich halt mehr für meine Pinselreinigung von Make-ups und so und kann ich nur empfehlen. Das Shampoo riecht nicht, ist auch nicht, wie soll ich sagen, ist gut für sensible Haut, juckt nicht und so. Das Problem ist einfach, die geht schnell alle. Also ich muss mal schauen, vielleicht gehe ich zu einem anderen Babyshampoo, welches länger hält. Genau, dann habe ich von Rituals ein anderes Produkt aufgebraucht und zwar The Ritual of Hammam Purifying Ceremony for Body and Soul Purifying Body Matte aufgebraucht. Das war so ein, ich muss schnell schauen. Genau, das war so ein Körperpeeling, wo grau war und so ein bisschen auch wie Sand war, so mit Eukalyptus und Rasool Clay. Keine Ahnung, was das ist, habe ich aufgebraucht und das Problem war einfach,
Wenn man das auf dem, man hat das in der Dusche gebraucht und beim Abspülen brauchte das ein bisschen lange, bis es vom Körper wegging. Genau, und die gingen auch schnell alle und trocknete, glaube ich, auch in der Flasche aus drinnen. Und das heißt, die Menge war nachher nicht mehr so viel. Genau. Würde ich mir nicht mehr holen. Aber eben, ich hatte so ein Ritual-Set mit dem Hammam und darum bin ich diese Produkte am Aufbrauchen. Dann habe ich von John Frieda Frizzy's Wunder-Reparatur-Shampoo aufgebraucht. Ich mag diese John Frieda-Marke, weil ich habe auch Locken, jetzt halt weniger, aber wenn ich möchte, kann ich mir richtige Locken machen. Und dieses Shampoo habe ich aufgebraucht, weil es eine Reisegröße ist und ich muss sagen, das Shampoo ist eigentlich super. Aber was ich nicht mochte, ist, wieso macht John Frieda so einen Drehverschluss, Leute? Der Duft ist auch super. Also, ich mag diese Marke, aber wieso ein Drehverschluss? Das ist in der Dusche oder beim Baden so nicht bequem. Also, lieber so ein Deckelverschluss als so ein Drehding. Wisst ihr, was ich meine? Das ist auch schwierig, wenn ihr so nasse Hände habt und so, das zu öffnen. Oder ich mag diese Öffnungsteilchen da nicht so. Genau. Vielleicht passen sie es ja mal an. Dann habe ich von Elmex das Gilet für die Zähne, Dentalgel zur Intensivprophylaxe gegen Karies aufgebraucht. Das hole ich mir auch, also hole ich mir auch immer. Und das braucht ihr einmal wöchentlich am Abend und einfach wie eine normale Zahnpasta aufschmieren, aber am Schluss nicht ausspülen, weil das pflegt nachher die Zähne sehr gut. Und diese kann man wirklich so in der Drogerie und in der Apotheke holen. Genau, hole ich mir auch wieder nach. Dann habe ich von Balea die pflegenden Reinigungstücher 3 in 1 aufgebraucht. Die kennt ihr ja, die kann ich immer wieder empfehlen und hole mir diese auch immer wieder nach. Habe ich schon wieder ein neues gestartet. Dann habe ich noch 3 Produkte. Und zwar habe ich von Balea die Bleichcreme fertig gemacht einmal. Das sind so 2 Tuben und mit diesen könnt ihr, wenn ihr so seid wie ich, eher dunkle Haare habt und so und sonst am Körper irgendwie dunkle Härchen habt, wo euch nichts gefällt, dann könnt ihr mit diesen 2 Cremen diese miteinander mischen und diese auf die Stelle auftragen, wo ihr diese störenden Härchen habt und 20 Minuten einwirken lassen. Und dann werden diese Härchen aufgehellt. Also ihr müsst sie nicht rasieren. Die werden nachher so blond und dann seht ihr diese Härchen nicht mehr. Darum, ich hole mir diese auch immer wieder nach für Stellen, wo ich keine Härchen haben möchte, aber auch nicht rasieren möchte. Zum Beispiel im Gesicht oder keine Ahnung. Einfach, wo ihr halt Härchen habt, wo euch stressen, dann holt euch diese und hält sie auf, statt zu rasieren. Rasieren kann ich nicht empfehlen, ja. Genau, dann habe ich wieder von der Migros das Handdesinfektionsgel in Mini-Version aufgebraucht. Und diese kann ich sehr gut empfehlen, die sind super klein, könnt ihr wirklich in die Jackentasche tun, bei eurer Jacke. Und dann habt ihr sie immer mit. Und die ist auch nicht ausgelaufen, die ist super für die Hände, die zieht schnell ein, hat keine so Plastikteilchen drin oder der Geruch ist wirklich Natur. Einfach wirklich ein Desinfektionsmittel. Und ja, hier steht auch 30 Sekunden Einwirkung. Also die geht richtig schnell in die Hand oder keine Ahnung, wo ihr sie aufträgt, ein. Genau. Und dann kommen wir schon zum letzten Produkt und zwar zu meinem Parfüm Amor Amor Cacharel. Das ist so eine Mini-Version. Dieses Parfüm habe ich früher so oft gebraucht, Leute. Und für die Frauen und Damen hier.
Ich habe so viele Komplimente von den Herren für dieses Parfüm bekommen. Dieses riecht wirklich so nach Rose und... Ja, genau. Ich musste diese einfach aufbrauchen, weil ich jetzt so viele Parfüms habe. Und das Problem bei diesem Parfüm ist, das riecht so gut. Aber bei mir geht dieser Duft so schnell weg. Also ihr müsst immer wieder dieses Parfüm drauf tun. Aber die Männerwelt liebt dieses Parfüm. Also wenn ihr Männer erobern wollt, holt euch dieses Parfüm, Leute. Genau. Ja, ich sehe, mein Körbchen ist wieder leer. Juhu! Kann ich wieder auffüllen für nächsten Monat und euch wieder neue Sachen zeigen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video und habt irgendwie etwas spannend gefunden, wo ihr nachholen möchtet oder eben auch nicht gut findet. Ja, keine Ahnung, falls ihr irgendwie welche Produkte habt, welche ihr mir empfehlen könnt, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen und bis bald, Leute. Tschüss!